komplett aufgehängt. Okay, wenigstens fängt man hier wieder an. Ich da ist einer weniger. Nochmal. Hä? Cool, das funktioniert. Mach doch den Mister weg. Nur noch ein paar Fässer mehr. Das letzte. Verfehlt! Wenn ich das... Das hätte schlimmer enden können. Das ist ein guter Grund dafür, dass Harrys Forschungsstation offen bleiben muss. Chemikalienleck. Abgeschlossen. Aber ich habe gesehen, hier war ja noch eins in der Nähe. Es sind sogar noch zwei. Räder mitten von Rädern. Eigentlich wollte ich ja Hauptmission spielen, aber diese Umweltsachenrettung macht richtig Spaß. Man lernt auch so viel dazu. Nee, es macht echt Spaß. Ich glaube, mal was anderes. Es wiederholt sich nicht so wie diese Nebenmission mit Schlag die Schläger, K.O. bla bla bla. Es ist immer was anderes. Es ist immer. Es ist was Cooles. Gefällt mir. Lass mich rein. Hä? Bitte euch. Juhu! Gesundheit der Taubenpopulation. Schon wieder Tauben. Okay, Pete. Das Labor hat Futterstellen, die Vögel anlocken und ihre Exkremente analysieren. Ja, du hörst richtig. Ich habe einen Abschluss im Vogeldreck testen. Im Ernst. Sie können Krankheiten übertragen, die für Menschen gefährlich sind. Wir müssen ihren Gesundheitszustand überprüfen. Weißt du, ich wäre so gerne hier, um mir deine schönsten Toilettenwitze anzuhören. Oh-oh. Die Tauben sind mit einem gefährlichen Erreger der Vogelgrippe infiziert. Und er ist schon mutiert und kann sich auf Menschen übertragen. Okay, ich kann in Harrys Labor den Impfstoff herstellen. Ich muss mich beeilen, sonst mutieren die Tauben zu Ratten mit Beulenpest. Am besten verteile ich ihn an drei Hauptmigrationspunkten. Zum Glück hat die Station die Info, wo sie sich befinden. Erster Migrationspunkt ist im Park. Die Vögel verteilen den Impfstoff an ihre Kumpel. Die Tauben dulden, dass ich durch ihr Gebiet fliege. Also schulde ich ihnen was. Ich wette, die Avengers kennen keine Vogelbrettmission. Jetzt muss ich auch noch Tauben wieder jagen. Das ist wie bei dieser Nebenmission. Und die Tauben nicht. Los geht's. Der Impfstoff ist aerogen. Ich kann ihn also in die Bäume sprühen. Okay, das ist geschafft. Jetzt noch zwei. Okay, der erste Teil ist easy. Das Spray gefährdet keine Menschen oder Tiere. Aber es hält die Tauben. Oder löst die Zombie-Tauben-Apokalypse aus. Zombie-Tauben, Zombie-Tauben, schalalalala. Spielplatz! Und noch einer.
Jameson macht da sicher was draus. Könnte mir Spider-Man versprüht Giftwolke vorstellen. Ich helfe Tieren gerne. Sie sagen nicht Landplage zu mir oder schießen auf mich oder so. Ist es übertrieben, wenn ich Tierarzt zu meinem Lebenslauf hinzufüge? Hier ist so ein Minipark. Okay, das sollte schnell wirken. Ich scanne zur Sicherheit lieber ein paar Tauben. Geschafft. Keine Zombie-Tauben. Geil. Das war easy. Tauben im Stoff. Aber jetzt bin ich wieder irgendwo... sein will. Mein Appartement. Okay, hier auf der Insel gibt's nichts. Verbrechen. Habe ich auch noch keins gehabt. Ha. Nikola. Tesla hat hier Tauben gefüttert. Und Harrys Mom auch. Ich erinnere mich, dass sie uns hergebracht hat. Wo sind denn die Forschungsmarken hin? Müsste noch eine hier haben irgendwo. Wo ist die Hauptstory hin? Wo ist denn hier alles hin auf einmal? Schlägerverbrechen. Ich würde es gern Harry erzählen, aber er reagiert nicht auf Anrufe oder Nachrichten. Ein Taxi. Jetzt müsste wieder alles kommen. Okay, es war irgendwie noch weg. Was für ein Schlepp. Der Umweltbeschützer ist wieder unterwegs. Da ist die nächste Boss. Macht aber echt Spaß. Boah. Alle Einheiten sofort unterstützen. 10:30, gepanzertes Fahrzeug. Der Ort ist Cathedral. Nein, das war das mit dem Elektronetz. Leute fragen mich, was ich von Bürgermeister Osborn halte. Aber Ihre Meinung ist viel wichtiger. Fragen wir den ersten. Gute Nacht. Aber das hier sind die. Wo ist denn? 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 Wo ist denn?
Kulukaka? Wozu brauchen die Dämonen so viel Geld? So, Dämonen besiegt. Hier soll es zum Lesen. Sword Campaign. Sterben für eine Insider-Story vom Kampf. Genau dieselbe. Es sind so viele. Würde immer selber dran sein. Am gleichen Tag. Ja. Also muss ich jeden Tag eine lesen. Oder? Du bist das Beste, was New York je passiert ist. Danke. Endlich sagt's mal jemand. Alle Einheiten. Officer von Maskierten festgenagelt. Wo denn? Ich muss sowieso jetzt. Alle Officer bei Midtown North, bitte bestätigen. Ich wollte sowieso in die Richtung. Ich hätte mal wieder Bock auf Kopf. Dämonen sind schlimmer als Fist es jemals war. Festhalten, Officer! Die netzschwingende Kavallerie ist da! Alle watch it, Bella! Dumm! Eigenen Mann ausgenommen. Ich dachte, die Pistole macht mir nichts. Ich wollte einfach reinrennen und nicht schlagen. Aber die Pistole ist durchgegangen. Das fand ich jetzt aber schon fast irgendwie beschiss, weil eigentlich stand da, dass ich keinen Schaden nehmen durfte. Ich jetzt tatsächlich an. Jetzt wäre ich ja nicht so reingerannt. Schon wieder Elektronetz. Ich glaube, uns bleibt nichts über. Wir müssen ein bisschen auf die Story mal spielen. Da war gerade ein Verbrechen. Tut mir leid, normalerweise schwinge ich. Die ganze oben. Oh Mann, Raketen! Die haben Raketen! Hab dich! Die Dämonen haben es auf mich abgesehen, Sache ist mies. Die waren jetzt aber easy. Gegensatz zu den letzten Leben. Nein! Ich muss auf die Hauptmission-Story umschalten, sonst fliege ich eins wieder dahin. Boah. 3 Meter daneben. Oder?
alle auf gepanzerte Fahrzeuge. Wo denn? Ne, das ist auch wieder unterwegs. Das finde ich gut. Da sah ich nichts. Die Dämonen-Dreck. Geld kann man auch einfacher verdienen, Jungs. Auch weniger destruktiv. Der hat ihn irgendwo in den Boden gehauen. Alter. Der haut einfach in den Boden, macht mich K.O. Das macht mich fertig. Verstanden, Boss. Sicherheit verdreifacht. Die Dämonen werden nichts anfassen. Hört zu! Die Dämonen greifen unsere Verstecke an. Haben schon zwei verloren. Der Boss ist im Knast, aber das heißt nicht, dass man sich seinen Besitz krallen kann. Bleiben Eagle 2 auf Position. Hier Eagle 2. Alles im Blick. Hinter welchen Verstecken sind die Dämonen her? Ich muss Fisks Männer ausschalten und herausfinden, was sie bewachen. Was immer es ist, es darf nicht in Fisks oder die Hände der Dämonen gelangen. Überall Scharfschützen. Um die muss ich mich zuerst kümmern. Ich hätte mir ein Sandwich mitbringen sollen. Da war. Hier liegt viel Müll rum. Ein gut platziertes Netz wäre eine gute Ablenkung. Spider-Man ist hier! Wo denn? Vielleicht hat mich überrascht, was? Ich hasse diesen Kerl. Weg von ihm! Jetzt immer gesehen haben, da jagen dich die Kugeln hinterher. Überall Scharfschützen. Um die muss ich mich zuerst kümmern. Ah, der Anfang war eben schon klar. Hallo? Hier liegt viel Müll rum. Ein gut platziertes Netz wäre eine gute Ablenkung. Es ist wahr.
das noch. Schlaf gut. Hey, wie die drei stecken ineinander. Nicht schnarchen. Sucht nach Hopkins. Sehe, der hat den Funk wieder ausgestellt. Verstanden, ich sehe nach ihm. Wer ist da? Mach mal Pause. Es ist offensichtlich, wer dahinter steckt. Wenn hier jemand ist, wird das bereuen. Überraschung. Und der hat mich nicht gesehen, oder was? Wo wir halt die Arachnophobie. Ich kann es nicht aussprechen. Das war jetzt alles? Easy! Es ist ja so, nicht Zivilisten getroffen. Dürfen nicht einfach Durchsuchungen durchführen. Ja, ich weiß. Deswegen habe ich eine Befugnis. Also, wie wär's mit einer völlig legalen Durchsuchung? Ich finde, das klingt gut. Wie heißen Sie? Officer Davis. Nenn mich Jeff. Und du bist? War doch nur Spaß. Mein Sohn ist ein großer Fan. Also, umfasst die Befugnis Aufbrechen von Türen? Nicht ohne viel zusätzlichen Papierkram. Okay, dann muss ich anders da rein. Irgendwo muss es hier doch ein Loch in der Wand oder ein kaputtes Fenster geben. Sieh hinten nach. Ich würde selbst gehen, aber ich bin nicht Spider-Man. Aha! Und schon bin ich drin. Ich fühle mich wie im Horrorfilm. Hallo? Rede irgendwelche zornigen Angler mit Haken hier? Okay, wo ist die verschlossene Tür? Wahrscheinlich da unten. Jeff, sind Sie da? Ich verkneif mir gerade alle Klopp-Klopp-Witze. Wer von dir? Siehst du den Anschlusskasten für die Tür? Wo denn? Ach da. Es müssten Kabel hinführen. Ja, gefunden. Bei einer Überlastung müsste die Tür aufgehen. Schlau, aber ich habe nichts, was genug Strom erzeugt. Versuch damit. Elektroschocker, genial! Die Kondensatoren könnte ich für meine geplante Verbesserung brauchen. Mit dem Schocker kannst du jetzt Elektronetz herstellen. HSV, K3, 3. Was ist denn das für ein Spiel? Paderborn, HSV, Kelle. Terror schon wieder. Das Elektronetz ist super. Bastler, was? Erinnerst mich an meinen Sohn? Hat mit 5 den Fernseher auseinandergenommen. Jetzt entsperrt er die Handys von Freunden. Hört sich an, als könnte er mir eine Menge beibringen. Okay. Nichts Illegales zu sehen. Fast enttäuschend, was? Auf den ersten Blick. Sehen wir uns mal um. Suchen wir was Bestimmtes? Die Werft ist schon lange hier. Wurde früher von Schmugglern benutzt. Verstehe. Die Typen mochten ihre Geheimräume. Probier das mal. Hört sich hohl an? Ein verstärktes Bedienfeld, wie bei der anderen Tür. Die Kabel gehen hinten raus. Such einen weiteren Anschlusskasten. Mal sehen, ob meine Linsen die Leitungen erfassen. Hat's funktioniert? Nein. War wohl der falsche Kasten. Such weiter. Da hoch.
hätte ich nie alleine aufbekommen. Hey, ich hätte sie ohne sie nie gefunden. Interessant. Wir haben rein gar nichts. Wo ein Geheimraum ist, könnten auch mehrere sein. Ist dir was am Boden aufgefallen? Aha. Sie können die Türen verstecken, aber nicht die Kratzer. Halte die Augen nach weiteren offen. Da ich jetzt weiß, dass ich Kratzer suchen muss, sollte ich mich nochmal umsehen. Bin dabei. Ich sehe keine Kratzer. Wo könnten sonst Kratzer sein? Auf komische Kratzer auf Oberflächen. Böden, Wänden. Achte auf Kratzer. Hier ist doch was. Treffer! Kratzer, keine Tür. Zumindest sehe ich keine. Prima, komme sofort. Vielleicht auch nicht. Der Aufzug ist kaputt. Warten Sie, ich ziehe Sie hoch. Erster Stock. Verrostete Maschinenteile, stinkende Ratten. Achtung, die Brücke ist kaputt. Ich schaffe das. Hey, gute Landung und so. Wir futtern nicht alle Donuts. Schon gut. Noch eine Geheimtür. Ich breche das Schloss auf. Melde dich, wenn du den Anschlusskasten findest. Ja, bin dran. Gefunden. Perfekt. Das kann man so sagen. Hey, sieh dir das an. Nichts. Vielleicht will Fisk mich damit nur an der Nase rumführen. Aber sieh dir die Wände an. Sie haben hier Waffen aufbewahrt. Die haben sie nicht durch die Vordertür rausgeschafft. Wir müssen einen Durchgang verpasst haben. Sieh dir die Wand an. Vielleicht geht's irgendwo zu einem anderen Bereich. Fisks Männer sprachen von einem Keller. Vielleicht sind wir nah dran. Bestimmt. Sieht nach einem dualen Schaltkreis aus. Such den zweiten Anschlusskasten. Gefunden. Der hier hinten, der von hinten ging. Hey, der kommt gar nicht hin. Weg mit. Geschafft. Sie hatten recht, Jeff. Falltür. Fantastisch. Kannst du mir helfen? Das Ding ist schwer. Er weiß einfach alles. Eins, zwei, drei. Das ist ganz schön gruselig. Vielleicht ein alter Schmugglertunnel. Und seit Al Capone hat hier niemand mehr sauber gemacht. Dicker Betonklumpen im Weg. Ich komme nicht durch. Mal sehen, wie das von oben aussieht. Hier lässt sich was machen. Moment. Ich sitze fest. Kannst du mir helfen? Was war das? Vielleicht die Subway. Beeilung. Hier ist alles instabil. Okay, das war definitiv keine U-Bahn. Nein. Hörte sich an wie Sprengstoff.
Und das klingt nach Dämonen. Gauster, schnell! Dann, los geht's! Was? Erreichen den Tresor. Verdammt, die Dämonen sind weg. Wie konnten sie entkommen? Muss eine Hintertür geben. Such sie. Das ist ein verdammtes Waffenlager. Oder war eins? Da! Sie haben die Schlösser gesprengt. Rocket League ist fertig. Shh, Dämonen. Shh. Nein? Bleiben Sie hier. Oh nein. Wir werden sie nur zu zweit kriegen. Und mit denen. Sie wollen weg. Los jetzt. Schnapp sie! Stopp die Waffe! Sie sind verhaftet! In Deckung! Genau das meine ich! Ich mache einfach nur meine Arbeit. Hey Jeff! Einer ihrer Tricks wäre jetzt echt super! Kaffee! Nachladen! Jetzt geben sie einfach nur an! Sagt der Kerl, der Kugeln ausweicht. Schieße! Deckung! Achtung! Ich bin ein bisschen beeindruckt. Ich neutralisiere ihn. Ist gerade voll. Gib die Rückendeckung. Danke, kam gerade richtig. Deckung, ich leg ihn lahm. Es sind zu viele. Bin dran. Exaktes Timing. Ziele! Hinter dir! Siehst du? Ich hab auch Freunde! Schieße! Deckung! Oder auch nicht. Erwischt! Neutralisier ihn! Drauf kann ich jetzt auch damit anfangen, wenn Spider-Man sich dem Finale entgegenwirkt. Wie sieht's aus? Ich hoffe, wir gewinnen. Weiß nicht. Jetzt qualmt! Schieße! Deckung! Zwei Laster voller Schützen verliere, sollte ich mit dem Job aufhören. Es ist spannend! Er fliegt gleich weg. Viel besser. Die Typen sind überall. Sie töten jemanden, wenn ich sie nicht aufhalte. Versuche abzuschließen, aber vielleicht musst du es alleine schaffen. Gehen Sie kein Risiko ein, Jeff. Keine verrückten Sachen. Ja, worauf soll ich denn noch ausweichen? Das kostet Zeit. Ja.
ich hänge irgendwo fest gerade. 60 Meter schon zurück. Wenn das so weitergeht, werden Schaulustige getötet. Ich muss näher ran. Ja, wie denn? Hey Jungs, bist du auf mehr? Lang nicht gesehen. Endstation. Hab dich. Hab dich. Plötzlich pünktlich. Nein. Boah. Er haut das Auto einfach da rein. Beim fraglichen Officer handelt es sich um Jefferson Davis. Uns wurde gesagt, er sei nur leicht verletzt und werde sich schnell vollständig erholen. Diese Stimme. Verzeihung, Miss, dürfen Sie überhaupt hier sein? Eher als du. Nach der Sache im Auktionshaus muss ich jetzt Aktuelles machen. Das heißt, ich konzentriere mich auf echte Stories wie diese. Und die Dämonen. Du weißt, je näher du ihnen kommst, desto eher wirst du zur Zielscheibe. Je näher ich komme, desto eher können wir sie stoppen. Wir? Officer Davis, Mary Jane Watson, Daily Bugle. Kein Kommentar. Das kann ich verstehen. Aber die da werden ihre Story auch ohne sie erzählen. Und sie lieben Kontroversen. Und ihr Blickwinkel? Ich hab keinen. Ich höre nur zu. Okay. Dann rein. Sie ist gut. Und schlaf etwas. Schnellreiseorte sind jetzt markiert. Die fährt mit der U-Bahn und der andere hängt sich an ihn. Heute ist nur Hauptstory. Ich will in der Hauptstory ein bisschen vorankommen. Verdammt. Empire Sanitation, Eddie am Apparat. Ja, hi. Ich versuche ein paar Sachen zu finden, die versehentlich aus einem Container vor meinem... Containernummer? Moment. Route 33, der Laster ist schon durch. Wenn Ihr Zeug nicht da ist, haben Sie Pech. Halt, bitte. Es ist wichtig. Wissen Sie, wo der Laster jetzt ist? Ah,
Mal gucken. Okay, er sollte im Parkhaus stehen. Ecke Bowery und Grant. Okay, danke, Eddie. Parkhaus. Bowery und Grant. Kein Problem. Oh nein. Auf alles andere kann ich verzichten. Sachen weg. Aber ich muss mein Spidey-Stick finden. Kann nicht so schwer sein, einen Speicherstick in einem 30 Tonnen schweren Müllwagen zu finden. Die Forschung mehrerer Jahre ist auf dem Stick. Alles, woran ich seit der Highschool gearbeitet habe. Natürlich abgeschlossen. Die Leute könnten ja den Müll stehlen. Vielleicht komme ich anders rein. Alter. Da bestimmt ein Lüftungsschacht oder so, hä? Da ist irgendwo an der Seite ist eine Lüftung. Wenn ich nichts kaputt mache, ist es auch kein Einbruch. Da. Okay, kein Grund zur Panik. Vielleicht haben sie den Müll noch nicht abgeladen. Na da. Jetzt ist Panik angesagt. Empire Sanitation, hier ist Eddie. Sorry, ist es möglich, dass der Laster gar nicht im Parkhaus steht? Klar, ist möglich. Er kann überall im Westen von Chinatown sein. Sehr gut, dann mache ich mich auf den Weg. Eine Vermutung, aber die Jungs holen sich oft eine Pizza, bevor sie abladen. Echt? Ich werde bei den Pizzaläden nachsehen. Eine Idee, in welchem sie sein könnten? In irgendeinem kleinen Laden in der Nähe. Jerry's? Nein, zu weit nördlich. Ich meine das alte Jerry's. Oh, ach so. Nein, irgendwas mit L, glaube ich. Larry's? Ist an der East Side. Jerry's? Leo's. Jerry's? Leo's. Ja, das könnte sein. Wow, ich liebe Leo. Moment, ich glaube, ich sehe die Laster. Danke, Eddie. Es müssten einige Laster in der Nähe sein. Nein, mein Zeug ist nicht hier. Hier muss irgendwo ein anderer Laster sein. Da. Keine Spur von meinem Müll, aber... Mist. Was für ein interessanter Geruch. Eddie, Sie sind meine einzige Hoffnung. Noch immer nichts, was? Sind Sie sicher, dass Sie hier sind? Die Jungs haben wohl die Route geändert wegen der Osborne-Kundgebung. Wenn der Laster der Route 35 ihren Müll abgeholt hat, ist er vielleicht gerade an der Müllverbrennungsanlage. Müllverbrennungsanlage? Drüben bei der Manhattan Bridge. Beeilen Sie sich besser. What? Mein Stick! Doch, keine Pizza. Hela! Schneller! Noch so langsam. Spidey, was ist los? Die Verbrennungsanlage. Hoffentlich komme ich nicht zu spät. Da steht er. Oh, sieht nach Ärger aus. Hilfe! Warum sind hier wieder fest? Danke, Spider-Man. Alles okay? Ja, danke. Diese Gang hat in letzter Zeit die gesamte Nachbarschaft terrorisiert. Vermutlich werden noch mehr herkommen. Ich werde aufpassen. Hey, kann ich ein paar persönliche Sachen raussuchen? Ja, klar, nur zu. Ich mache mich an den Schadensbericht.
Hier muss er sein. Bitte sei hier, bitte sei hier. Ja. Ich hoffe, er funktioniert noch. Ist wohl noch alles da. Sieh mal einer an. Ein alter Prototyp. Sieht fantastisch aus. Warum habe ich ihn nicht fertiggestellt? Ich glaube, das könnte gehen. Netzbomben kann ich jetzt herstellen. Geil. Geschafft. Da ist der Typ, der sich für Spider-Man hält. Oh. Kaltstellen! Okay, nun ja, der Abend läuft nicht wie geplant. Wo soll ich schlafen? Ich könnte es bei MJ versuchen. So, aber das war's schon wieder für diese Folge. Nächste Folge machen wir weiter. Versuchen, einen Schlafplatz zu finden. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen. Wurf ist jetzt eine Move-Leiste. Bis dann. Ciao. Okay.